Oftmals kümmert man sich beim Instrumentspielen um das Beginnen eines Tons. Also, wie muss ich bei der Klaviertastatur anschlagen, dass der Ton schön begonnen wird? Wie muss ich bei der Klarinette anstoßen, ja, oder bei sämtlichen anderen Instrumenten zupfen, ganz egal. In diesem Video geht es jetzt mal um die Schlusstöne. Das ist nämlich auch sehr spannend und das ist ja eigentlich der Ton, der als letztes im Ohr hängen bleibt. Deswegen ist er gar nicht so zu unterschätzen, ist ein wichtiger Ton im ganzen Gesamtwerk und wie du den gestalten kannst, wie du ihn verklingen lassen kannst, was du eben tun kannst mit dem Schlusston, sowohl gestalterisch als auch rein technischer Natur, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Online Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schoknecht und jetzt geht's mal um die Schlusstöne. Oftmals, und jetzt wirst du gleich lachen, wenn ich dir das gleich vormache, aber es ist einfach gar nicht so selten, dass ich das erlebe, dass ein Ton beendet wird, indem man einfach das Instrument aus dem Mund nimmt. Also, um es dir mal klar zu zeigen, was ich meine, spielt den Schlusston. Und zieht das Instrument raus, weil man es gar nicht erwarten kann. Man ist jetzt am Ende angelangt. Passiert meistens bei den Kindern, ja, die es gar nicht erwarten können. Aber das mal so als Einstieg, das merkst du schon, ist nicht die schönste Variante. Du hast ein schönes Stück gespielt, das hat alles wunderbar funktioniert und dann spielst du deinen Schlusston und ziehst einfach die Klarinette aus dem Mund. Nein. In diesem Video möchte ich dir ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, wie du es besser machst. Und zwar gibt es ja verschiedene Schlussmöglichkeiten bei einem Stück. Also was du bestimmt schon mal gehört hast und was mit die einfachste Version ist, ist einfach, wenn man mit kurzen Tönen endet. Also zum Beispiel sowas. Das ist im Prinzip nicht schwer, weil du deine Staccato-Töne spielst und das ist dann vom Anstoß schon geübt, vermute ich. Ja, es ist eigentlich die leichteste Version. Jetzt gibt es noch eine andere Version und zwar, dass ein Ton liegen bleibt. Und davon gibt es wiederum drei Möglichkeiten. Du kannst einen Ton einfach spielen und ihn sauber beenden. Dabei hat sich aber keine Dynamik verändert. Ja, also zum Beispiel ein Forte oder ein Mezzo Forte, du endest den Ton und möchtest den eben, ja, cutten. Die nächste Möglichkeit ist, dass du auf einen Schlusston hin, also nicht auf den Schlusston, sondern den Schlusston crescendierst. Das heißt, du wirst lauter. Und dann gibt es manchmal entweder noch einen kurzen Abschlusston, das ist dann wieder die leichtere Variante, oder er soll einfach verklingen, aber eben crescendiert. Und das Gegenteil davon, du hältst wieder den Ton aus, aber der Ton soll mit dem Raumklang verschmelzen. Also ja, ein Decrescendo, wenn du so willst, ins Nichts führen. Ja, diese drei Möglichkeiten gibt es. Ich möchte es dir einmal vormachen. Also die erste Möglichkeit, ich nehme mal wieder, ich spiele meistens in der Tiefenlage, ist mir schon aufgefallen. Ich nehme jetzt mal als Schlusston das G2, mal als Abwechslung und halt den mal aus auf einer Dynamik. Klingt dann so. Und Ende. Ich habe jetzt nicht das Instrument rausgezogen, bevor ich beendet habe, sondern ich habe erst beendet und dann das Instrument gelöst. Ich mache es nochmal ein bisschen langsamer. Und nehme dann das Instrument raus. Dann die zweite Version. Ich crescendiere den Schlusston. Und zwar jetzt ohne Staccato-Ton, weil wie gesagt, das ist dann eigentlich nicht so schwer. Ist dann so. Ich mache es auch so. Ich meine, jetzt siehst du vielleicht, ich nehme wieder das Mundstück raus. Ich mache es jetzt nochmal langsam. Und das Gegenteil, ich lasse jetzt den Ton verklingen. Und auch hier kann man natürlich steuern, ne? Wie weit möchte ich es verklingen lassen? Möchte ich es wirklich ins Nichts? Das muss man üben. Oder möchte ich es einfach nur ins Piano oder Pianissimo führen? Beide Versionen nochmal. Erstmal die einfachere, eben einfach ins Piano.
Und jetzt die schwierigere, ich lasse es wirklich bis ins Nichts verklingen. Genau, also diese Möglichkeiten gibt's. Das ist mal zum Gestalterischen. Ja, du kannst natürlich davor ein Fortepiano setzen, wenn jetzt zum Beispiel die zweite Version mit dem Crescendo, das ist dann so. Also du gehst nochmal runter und machst wieder auf. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ein Crescendo, wieder ein Decrescendo. Ja, hast du bestimmt alle Schlüssel schon mal irgendwo gehört. Das ist an sich von der Gestaltung her auch gar nicht so schwer. Das Entscheidende ist jetzt das Technische. Und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Wie funktioniert es, dass ich einen Ton jetzt abschneide? Egal ob laut, normal, also mittellaut oder verklingen lassen. Wo ist das Ende? Wie kriege ich das hin? Also, dafür hast du drei Möglichkeiten. Die ein oder andere ist vielleicht besser oder schlechter. Da kommen wir gleich dazu. Wie gesagt, die vierte Möglichkeit ist, das Instrument rauszuziehen, aber das mach bitte einfach nicht mehr, falls du es je gemacht haben solltest. Also drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass ich mit dem Kiefer verschließe. Das ist einfach, also Kieferschluss, ne? Ich drücke das Blatt zu und dann ist der Ton beendet, weil kann ja nichts mehr durchkommen. Die zweite Version ist, dass ich das mit der Zunge stoppe. Ja, also der ganz normale Anstoß, wie wir sagen, aber vorhin schon erwähnt, der Anstoß ist ja nicht, dass ich mit der Zunge ans Blatt komme und dann klingt der Ton, sondern genau umgekehrt. Ne? Also wenn ich mit der Zunge vom Blatt weggehe, dann entsteht der Ton und wenn ich eben wieder dran gehe, dann beende ich den Ton. Also mit der Zunge. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich mit dem Zwerchfell stoppe. Also dass ich einfach die Luftzufuhr cutte, indem ich einfach aufhöre durch Muskelkraft Luft zu schicken. Genau, diese drei Möglichkeiten. Mal die erste Möglichkeit. Ich nehme es wieder auf dem G2 und schließe einfach meinen Kiefer. Du merkst, es ist irgendwie vom Ton her am Schluss, es wird vielleicht noch eine Nuance höher auch und es wird eng im Ton. Also es ist nicht, zumindest in dieser Version, nicht die schönste Möglichkeit, einen Ton zu beenden. In der Kombination, da kommen wir später dazu, kann man es vielleicht noch verwenden. Die zweite Möglichkeit, ich gehe mit der Zunge ans Blatt und beende den Ton. Das ist ziemlich radikal auch, aber es ist definiert. Also ich weiß ganz genau, jetzt beende ich. Ja, genauso wie beim Kieferschluss. Also die Definition ist ganz, ganz klar da. Jetzt kann man das natürlich, ich habe es jetzt sehr stark und intensiv gemacht, jetzt kann man mit der Zunge da ein bisschen sanfter umgehen und dann klingt das auch ein bisschen schöner. Also ich gehe jetzt nur sanft mit der Zunge ans Blatt. Und dann ist es eine schöne Möglichkeit, den Ton zu beenden. Die dritte Möglichkeit ist jetzt, dass ich die Luftzufuhr kappe mit den Muskeln. Ich höre einfach auf. Ich lasse sonst alles offen. Ich drücke nicht ab. Ich gehe nicht mit der Zunge ans Blatt. Ich höre einfach auf, Luft zu geben. Klingt dann so. Das ist die offenste Variante. Also die ist vielleicht am Anfang, wenn du es übst, kann sein, dass der Ton ein bisschen abfällt, weil du die Luft nicht so kontrollieren kannst, dass du sofort stoppst, sondern dass es so peu à peu die Luftgeschwindigkeit sich verlangsamt. Also ich will es mal trocken vormachen. Wenn ich das jetzt gerade gemacht habe, so wie du es gehört hast, dann ist es von der Luft her so. Kann sein, dass es bei dir aber so ist. Und dementsprechend kommt noch so ein bisschen Luft nach, was nicht mehr die ganze, die volle Geschwindigkeit hat und auch nicht mehr, wie soll ich sagen, die Röhre wird nicht mehr komplett gefüllt mit Luft. Es ist dann noch so ein bisschen übrig. Und dann klingt es so. Und du hast vielleicht noch ein Rauschen dabei und der Ton ist total undefiniert im Abgang, wenn man so will. Ja, also du merkst, die verschiedenen Möglichkeiten haben so ihre Tücken. Mein Favorit ist dennoch, das mit der Luft zu stoppen, vielleicht in Kombination mit einem leichten Zungenstopp. Je nach Tonlage kannst du auch überlegen, ob du vielleicht den Kieferschluss ganz leicht mit dazu nimmst. Aber da wirklich ganz vorsichtig sein mit dem Kieferschluss. Aber in der Kombination ist es eigentlich eine schöne Möglichkeit. Ja, also jede Möglichkeit hat, wie gesagt, ihre Tücken. Aber wenn du es kombinierst, und da möchte ich dir jetzt wieder ein
mal das vorführen. Also ich kombiniere jetzt den Luftstopp mit dem Zungenstopp. Wieder auf dem Schlusston G. Es ist sauber definiert. Es ist ein weicher Abschluss von dem Ton. Und so kannst du da ein bisschen ja ausprobieren. Ja, mehr Zunge, weniger Zunge, mehr Luft, weniger Luft. Vielleicht noch den Kieferschluss, wie gesagt, minimal dazu kombinieren. Vielleicht lässt sich es auch manchmal gar nicht vermeiden. Ja, das sind mal die Möglichkeiten, wie du einen Ton rein technischer Natur beenden kannst. Jetzt musst du dich natürlich darum kümmern, dass du das Gestalterische und das Technische in Einklang bringst. Und da wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Falls du Fragen hast, falls irgendwas noch offen sein sollte, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Und ja, schau doch mal in die nächsten Videos rein. Da ist vielleicht auch noch was für dich dabei. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!